Guten Morgen und ein herzliches Willkommen aus dem Studio hier von der 36. internationalen Jänner-Rallye LKW Friends on the Road und powered by Wimberger. Ja, es geht in den Schlusstag hinein und wir sind natürlich ganz gespannt drauf, was heute noch möglich sein wird, denn wir sind natürlich hier ganz erpicht darauf, auch vorne zu sehen, diesen spannenden Zweikampf zwischen einem originalen Werksfahrer und dem regierenden Staatsmeister Österreichs, nämlich Adrian Fourmont und Simon Wagner. Das sind die zwei, die da vorne wirklich um Sekunden kämpfen, teilweise sogar im Zehntelbereich die einzelnen Sonderprüfungen für sich entscheiden. Wir haben ganz verschiedene Sonderprüfungssieger gestern gesehen. Also es ist richtig, richtig cool gewesen, was wir alles gesehen haben. Wir sehen die ersten Live-Bilder hier vom Bereich der Sonderprüfung. Die erste ist heute die unglaubliche Brabbelmaster Sandl St. Oswald zum ersten Mal. Eine 8-Kilometer-Prüfung, so zum Eingewöhnen, knappe 7,95 Kilometer sind es ganz genau. Und wir werfen dann natürlich auch noch einen Blick auf den gestrigen Tag und da hat sich wirklich abgespielt. Ganz schwierige Verhältnisse heuer bei der 36. Auflage dieses Rallye-Klassikers in Österreich. Und ja, wir sind ganz glücklich darüber, dass es eben diese Spannung trotzdem gibt, auch wenn, so wie wir es hier sehen, die Zuseherinnen und Zuseher, die Fans auf der grünen Wiese stehen, wo wir es eigentlich gar nicht so gewohnt sind hier von der Jänner Rallye. Es gab schon, aber auch einige schon. Und jetzt sind wir ja, mit Rückblicken unterwegs. Das war gestern, ja, das war gestern noch die Prüfungen richtig schön. Bilder, die wir da auch einfangen konnten. Das ist unser Kameramann gewesen mit Michi Lengauer. Und der Michi Lengauer, der ist wirklich sensationell unterwegs gewesen, weil der natürlich alles gegeben hat und es ihm auch richtig gut aufgegangen ist. Seine Performance gestern war unglaublich stark. Er hat eine Sonderprüfungsbestzeit sogar hingeknallt in der Sonderprüfung 5 und das Ganze nach nur ganz wenigen Kilometern im Auto. Also der junge Oberösterreicher, der ist wirklich gut drauf und er ist so unbekümmert. Er ist wirklich unbedarft unterwegs. Jetzt haben wir die Onboard-Kamera bei Adrian Fourmont, die wir da sehen. Auch den begleiten wir mit der Kamera direkt aus dem Cockpit heraus. Und das dritte Kameraauto, das ist Chris Rosenberger. Also auch die werden uns heute wieder die Live-Bilder quasi direkt aus dem Cockpit liefern, um auch unseren Fans ein bisschen Einblick zu geben, was spielt sich da ab, wie schmal wird die Straße bei diesem Tempo, das hier gefahren wird. Und wir haben aufgrund dieser Verhältnisse natürlich auch einen höheren Durchschnittsgeschwindigkeit. Geschwindigkeitswert, den uns die Sonderprüfungen bringen, weil es halt natürlich viel mehr Grip gibt, als wenn das alles mit Schnee und Eis bedeckt wäre, die Sonderprüfungen. Sie sehen auch links zum Beispiel auch eine riesen Zuschauermenge, die hier bei der Jänner Rallye sich eingefunden hat. Bereits am Mittwoch sind die ersten Fans angereist, am Donnerstag bei der Eröffnung prallvoll die erste Sonderprüfung Larsberg schon mit Tausenden und Abertausenden von Fans in der Halle bei der Fahrerpräsentation. Proppevoll. Wir haben 4.500 Fans in der Halle gehabt. Das war eine unglaubliche Stimmung und die hat sich auch gestern über den ganzen Tag über gehalten. Und Sie sehen es auch hier bei den Bildern. Schauen Sie mal, was da an Fans, an Rallye-Fans unterwegs ist. Es ist wunderbar anzuschauen. Und auch die Stimmung schwappt in die Cockpits über. Wir haben mit unseren großartigen Pilotinnen und Piloten auch natürlich geredet und die haben gesagt, das ist unfassbar, wo überall Fans zu finden sind. Es ist jede Sonderprüfung richtig gut bevölkert und daher auch der Aufruf an heute, an die Fans, die heute noch unterwegs sind draußen auf den Sonderprüfungen, fahrt bitte früh genug zu euren geplanten Zuschauerzonen. Denn um hier Staus zu vermeiden, wäre es natürlich sinnvoll, dass man da rechtzeitig anreist, um auch nicht zu irgendwas zu versäumen, was sich da vorne an der Spitze abspielt. Apropos Spitze, wir schauen ein bisschen auf das Ergebnis nach gestern und da haben wir natürlich einen Adrian Fourmont als Gesamtführenden, der kämpft da vorne im Zehntelsekundenbereich mit dem Simon Wagner. Der Mini-Abstand nach dem gestrigen Tag, nach über 100 Sonderprüfungskilometern, beträgt nur 7,8 Sekunden auf den regierenden österreichischen Staatsmeister Simon Wagner mit dem Co. Gerry Winter. Auf der dritten Position Vizestaatsmeister Hermann Neubauer, der mit der Ursula Meierhofer mit dem Skoda Fabia heuer unterwegs ist. Wir haben ein neues Fahrzeug im Stall von Hermann Neubauer.
Und jetzt sind wir das erste Mal live draußen mit unserer Drohne. So schaut es also draußen aus. Und Sie sehen auch schon hier, was da an Fans wieder unterwegs ist. Es ist so schön anzuschauen. Und auch mit den Fans haben wir natürlich gesprochen. Und auch jeder ist glücklich, endlich einmal wieder Generali. Das war diese Position, auf die wir so lange gewartet haben, weil es einfach nur spannend war. Wann geht es endlich wieder los? Und wir haben den Auftakt 2023 endlich wieder eben mit der 36. Auflage der Generali 2023 geschafft. Und es läuft alles zur vollen Zufriedenheit der Veranstalter. Das Organisationsteam rund um Christian Birkelbauer ist höchst zufrieden mit allem, was sie da jetzt antreffen. Die viele, viele Arbeit im Vorfeld hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, wir sind schon ganz gespannt. Da sehen wir jetzt auch schon bereits die Startnummer 1 draußen live am Start. Auch da wird jetzt die Zeitenkontrolle gemacht. Und apropos Zeitenkontrolle, ich habe natürlich auch meine Co-Moderatorin, meine Expertin da wieder an meiner Seite, die Katrin Becker. Guten Morgen. Hallo, du guten Morgen, Peter. Du kommst ja frisch raus von den Sonderprüfungen. Du warst ja quasi unser Eisspion heute. Genau, ich war der kleine Eis- und Schotterspion, aber wohl mehr Schotterspion als Eisspion. Wir haben charmante 7 Grad draußen. Ich hatte gestern Abend die Möglichkeit, noch mit den ein oder anderen Kollegen zu sprechen und habe gedacht, ich fahre nochmal raus, gucken wir das an, um ein bisschen selber Rallye-Luft zu schnuppern. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es sind wie immer oder wieder sehr, sehr viele Zuschauer draußen. Und ich wäre am liebsten draußen geblieben, aber ich habe gedacht, ich kann dich nicht hier alleine lassen. Danke, Katja. Und freue mich jetzt einfach schon wieder sehr tatsächlich auf Onboard-Action und auf den letzten Tag einer langen Jänner-Rallye. Ja. Es sind noch über 60 Kilometer zu absolvieren mit der Powerstage als würdigen Abschluss quasi sozusagen, wo es nochmal extra Punkte gibt, so wie es im Reglement ausgeschrieben ist. Also auch im heurigen Jahr gibt es wieder extra Punkte für den Sieg der letzten Sonderprüfung im Rahmen der Staatsmeisterschaft. Und da spielt der Adrian Fomo ja keine Rolle für die österreichische Staatsmeisterschaft. Der ist ja quasi hier nur zum Testen für die Monte, die auch in Kürze stattfinden wird, die erste Weltmeisterschaftsveranstaltung, die ansteht. Und wir haben gestern mit dem Adrian gesprochen, auch am Abend, war er noch einmal bei uns auf der Bühne in der Messe. Und da hat er gesagt, es passt so, er hätte Schnee und Eis natürlich auch gern gehabt, aber die fahren die Monte heute ja nicht ganz so hoch, wie sie ansonsten angelegt war. Das heißt, die Prüfungen unten im Tal können genauso sein wie die, die wir hier jetzt in Freistadt vorfinden und jetzt noch 30 Sekunden bis zum Start. Und da wird schon richtig, richtig spannend. Ja, das ist wieder dieser Countdown. Ich glaube, jetzt sind wir alle wieder mit Gänsehaut vor den Schirmen und natürlich auch live vor Ort auf den Sonderprüfungen. Also bitte jetzt wieder volle Konzentration. Wir fahren mit Adrian Fomo und Co-Pilot Alexandre Correa. In 5 Sekunden wird er dann seinen Ford Fiesta Rally 2 MK2 aus dem Hause ZM Racing starten. Und das ist jetzt passiert. Es geht los. So, da schauen wir mal hinten nach mit unserer Startkamera. Und schon ist er weg. Geht auch so schnell. Ja, trocken heute. Du hast, ja, genau. Gesagt, es ist trocken. Also ich glaube, die Reifenwahl heute Morgen war einfacher, nicht bedeutend einfacher, aber einfacher als die gestrige. Und tatsächlich sind wir auch mal gespannt, ne? Wie das dann weitergeht, weil wir haben ja in Summe für diese ganze Rallye 18 Reifen zur Verfügung, ja. 12 von jeder Mischung. Ich glaube, diese Bikes sind relativ liegen geblieben, kann ich mir durchaus vorstellen. Und das könnte auch spannend werden dann für die Power Stage. Wenn die Bedingungen jetzt so sind, ist die Frage, was haben die Teams generell an Reifen zur Verfügung für die Power Stage? Wie sieht es heute Mittag aus? Weil wenn du um die Meisterschaft kämpfst, dann hat es natürlich einen gewissen Charme, gerade am Anfang der Saison dir ein gewisses Punktepolster auch durch die Power Stage zu holen. Und wenn es dann am Ende der Saison so arschknapp ist wie bei Philipp und bei mir und ein Punkt die Meisterschaft entscheidet, kann das wirklich als Zünglein an der Waage sein. Ja, das Zünglein an der Waage. Und hier sind wir live dabei. Man sieht schon eine unglaubliche Geschwindigkeit hier auf dem trockenen Asphalt. Also das ist richtig, richtig schnell. Wir haben auch gestern Schnitt-Sonderprüfungen oder Geschwindigkeiten gehabt, weit über 100 km/h. Wobei natürlich die Offiziellen da immer ein Auge drauf haben. Ich wollte gerade sagen, alles im Rahmen des Reglements, ja, genau. Logischerweise. Ja. Aber es ist schon eine Jänner-Rallye ohne Schnee, ist schon eine zügige Geschichte. Ja, ich bin neugierig, wer am besten ausgeschlafen ist von den Jungs da vorne. Das ist eine durchaus gute und auch berechtigte Frage. Das werden wir, denke ich, gleich sehen. Weil tatsächlich gestern Abend
Natürlich waren die Teams im Ziel, aber da hört die Arbeit ja nicht auf. Ich habe gestern Abend noch mit der Christina Ettel ganz kurz telefonieren können. Die hat ihren Luca noch nicht ins Bett geschickt, der musste noch Onboard-Videos schauen. Und ich glaube, Luca Brügelhof war nicht der Einzige, der von seinen Beifahrerin so gequält wurde. Also das ist tatsächlich, nach so einem langen Tag musst du dich auf den nächsten Tag wieder vorbereiten. Absolut. Ja, also es ist kein Spaß hier. Es ist kein Kindergeburtstag. Es ist kein Kindergeburtstag. Also das sieht man auch. Also vom ersten Meter an volle Konzentration. Absolut. Es muss alles passen. Die Pace Notes natürlich abgestimmt auf diese Verhältnisse. Ja. Auch das natürlich macht einen riesen Unterschied, ob man jetzt Schnee oder Eis draußen hat. Oder es ist halt jetzt auch vom Vorlesen her im Vergleich zu gestern. Du bist halt jetzt bei einer Asphaltrallye. Ja? Also da kannst du nochmal extrem cool pushen. Und von den Ansagen, wir haben es gestern beim Andy Tauerböck gesehen in der Dunkelheit, er hat einen Tick früher angesagt, er hat die ein oder andere Kurve nochmal sicherheitshalber wiederholt. Ja. Jetzt kannst du die über die Prüfung drüber prügeln. Ja. Jedenfalls die ersten werden jetzt nicht so Bedingungen haben wie gestern in der Früh. Wahnsinn, auch mit welcher Unruhe beim Anbremsen, da sieht man ein bisschen Instabilität. Hey, das ist das Schöne bei so einem Erf. Unfassbar. Ja. Ja. Man spürt es fast. Man ist fast in einem 3D-Kino hier unterwegs. Und vor allem, wenn man so wie du jetzt natürlich auch noch live im Cockpit sitzt und weiß, wie sich das anfühlt, fühlt man da noch mehr mit. Auf jeden Fall. Ich glaube, unsere Fans kriegen da richtig schon schöner Abzweig da runter. Boah, auf einmal bricht die Straße da links weg und es geht da richtig fett dahin. Wir sind wieder beim Start mit unserem zweiten Kameraauto. Unser Überraschungsmann nach gestern, es ist ein unfassbarer Kampf mit Michael Enger, den wir jetzt im Bild sehen. Er ist unser zweites Kamerafahrzeug und der Martin Rossgatterer. Die fetzen hier ja noch um Platz 4 mit nur 1,6 Sekunden zwischen den beiden. Und hätte die Fahrradkette, wären wir jetzt wieder, wenn der Michael Enger seinen Frühstart nicht gehabt hätte, hat er 10 Sekunden Strafe bekommen. Wäre der Michael Enger nicht Fünfter, sondern Vierter. Aber wie gesagt, 1,6 Sekunden. Und die beiden sind fit, die sind ausgeschlafen. Also boah, auch da wird es richtig, richtig losgehen. Hinter ihm sehen wir dann schon den nächsten, nämlich der Julian Wagner, der hinter Michael Enger reinstarten wird. Dann kommt der Raimund Baumschlager, Gregor Münster, gestern mit ganz argen Problemen unterwegs gewesen. Der hat viel technisches Pech gehabt gestern. Zuerst einmal Kühlflüssigkeit verloren über Nacht, nämlich im Parc Fermé, dann Differential, dann Motor. Also da war alles dabei. Alles, was du nicht brauchst an Technik. Ja, aber heute wieder, wie gesagt, aufgrund seiner Fahrleistungen ist er von den offiziellen Mietern nach vorne gereiht worden, so dass er da wieder ins Zeitenschema auch hineinpasst. Hinter ihm dann Chris Rosenberger, Jan Czerny, auch der hat mal gestern leider den Ausfall mit einer defekten Benzinpumpe, ist er da stehen geblieben auf der Etappe. Und da haben wir jetzt den Julian Wagner, der auch eine Sonderprüfung gewonnen hat gestern. Und wir haben das erste Zielinterview, höre ich gerade, Leo Geier ist wieder draußen. Leo. Good morning, Adrian. First stage is done. How was your feeling? Yeah, it was a clean stage for us. We did no mistake. We had a good push, but I think our tire are a bit too soft, but let's see for all on the loop. Okay, thank you. Good luck for the rest of the rally. Ja, er vermutet, dass seine Reifenwahl die falsche war. Zu weich. Ja. Zu weich gewählt. Jetzt sind wir neugierig, was uns der regierende Staatsmeister liefern wird. Adrian hat einmal vorgelegt mit einer 4 Minuten 19. 4 Minuten 19.0. Also da der Simon ja den gleichen Reifenhersteller favorisiert wie Philipp und oder wir als Team, bin ich jetzt mal gespannt, welchen Reifen der Simon gewählt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Simon hier eine Bestzeit fährt. Okay. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, welchen Reifen er gefahren ist. Aber gut. So, wir haben das nächste Interview. Simon. Simon, guten Morgen. Enge Sache an der Spitze. Wie ist da jetzt der Start in den Tag gelungen? Ja, gar nicht so schlecht. Aber sie gehört auf einmal 4 Sekunden schneller. Das war natürlich richtig viel. Schauen wir. Wird ein schwieriger, langer Tag. Wir schauen, dass wir fokussiert bleiben und keine Fehler machen. Super. Alles Gute noch, gell? Wir haben gesucht. Oder ganz Rallye Österreich drückt er die Daumen natürlich.
Ja, der Simon, also laut meiner Zeitentabelle hat er sich da verschaut, er hat nicht 4 Sekunden schneller wie der Adrian, sondern er war 4 Sekunden langsamer. Jetzt hat er gesagt, 4 Sekunden langsamer. Ah, langsamer, okay. Ja, ja, 4 Sekunden langsamer. Also hat er den Adrian gemeint? Weil also er, okay, also 4,1 Sekunden hat er verloren. Das heißt, Rückstand angewachsen, jetzt momentan auf 11,9. Aber hallo. Ja. So, wir sind unterwegs mit dem Nächsten, Hermann Neubauer. Hermann, guten Morgen, grüß dich. Solider 3. Platz. Momentan, wie bist du in den Tag heute gestartet? Eigentlich sehr gut. Ich glaube, 1 Sekunde langsamer wie der Adrian und 2 schneller wie der Simon. Genauso jetzt gestern auch, sei es halt, aber da war das Problem, ehrlich gesagt, ich habe mein Selbstvertrauen ein bisschen gekillt. Der Freitag hat mir zu gut angefangen und ich war da dann ein bisschen zu verhalten, aber jetzt bin ich wieder da. Sicher zu spät für die Rallye, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das Potenzial da ist und so eine Prüfung wie jetzt, die gibt mir viel Kraft. Es ist unfassbar geil, es stehen so viele Leute da draußen und jetzt merke ich selber, jetzt brenne ich wieder. Okay, wunderbar, super, Hermann, alles Gute für den Rest des heutigen Tages. Herrliches Statement oder vom Hermann Neubauer. Der sieht die Fans, der spürt die Fans draußen und tatsächlich 2,2 Sekunden war er nur langsamer als Adrian Fomo, 1,9 schneller als der Simon Wagner in der Prüfung und damit hat er einen Rückstand auf den Simon jetzt mit 51,3 Sekunden. Alles möglich. Ich sage, das ist noch bei der Gradierenrallye. So, wir schauen zum Vierten. Wir haben leider gleich einmal einen Verbremser gehabt. Das haben bei einem Abzweig gerade ausgefahren. Wir waren ein bisschen spät auf der Bremsen. Wir wollten es halt auch gleich wissen in der Früh. Aber gut, so ist es halt einmal. Schauen wir. Okay, gut. Dann alles Gute noch für den Rest des Tages. Toi, toi, toi. Ja, 7 Sekunden hat er da liegen lassen. Okay. Aber gar nicht so viel. Also für einen Verbremser, eigentlich. Das ist nicht so schlimm. Und jetzt sind wir in Kürze los mit dem Michel Engauer. Das ist richtig, richtig cool. Er kommt jetzt gerade zum Leo hingefahren, sehen wir an Bord, dass er da unterwegs ist. Also Rosgatterer 7 Sekunden langsamer als Adrian. Aber wir wissen, Verbremser gegen einen Michel Engauer, das könnte wieder den Wechsel bedeuten auf Platz 4. Jetzt sind wir natürlich gleich live mit dem Leo wieder draußen. So ist es. Michel, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der Rossi hat uns gerade erzählt, er hat einen kleinen Verbremser gehabt. Jetzt auf der Prüfung, wie ist die jetzt gegangen zum Tagesauftakt? Ja, soweit ohne Probleme. Die schnellen Kurven muss ich mir halt nur ein bisschen mehr trauen. Muss ich den Arsch ein wenig mehr zusammenzwicken und hinholen. Aber sonst passt's. Wenn du das auch noch hinkriegst, bist du ja dann ganz vorne. Nein, das ist nicht das Ziel. Die fahren in einem Tempo, da will man sich nicht verleiten lassen, dass wir da mitgehen. Wir fahren unser Tempo und fertig. Okay, wunderbar. Danke, Michi. Michel Engauer, wir sehen ihn hoffentlich heute oft. Ja, nichts mit dem Wechsel, sondern es waren nur 0,6 Sekunden, die er schneller war. Es ist unfassbar, was sich die beiden da liefern. Michel Engauer bleibt damit auf Position 5 mit 1 Sekunde Rückstand auf den Martin Rosgatterer vor ihm. Wenn wir auf die österreichische Meisterschaft schauen, sind die noch auf Podiumskurs eigentlich. Mit diesen, auf jeden Fall. Das geht sich auf jeden Fall aus. Da hätten wir den Simon Wagner vorne, vor Hermann Neubauer, jetzt noch Martin Rosgatterer und 1 Sekunde dahinter Michel Engauer. Also der Kampf ums Podium ist voll da. Drohnenbilder, die wir natürlich nicht missen möchten. Wir sind heute mit der kompletten Technik ausgerückt. Danke an die Streamers, die sind da wirklich richtig, richtig technisch hochwertigst ausgestattet. Das ist unfassbar. Und trotz dieser widrigen Verhältnisse für Kameras und vor allem für Versorgung von Netz, ist es immer wieder erstaunlich, welche schönen Bilder wir da hereinbekommen. Dankeschön an dieser Stelle an die großartige Arbeit, die hier geleistet wird im Hintergrund. Ja, viele Menschen im Hintergrund leisten Großartiges. Wir haben es gestern schon einmal kurz angesprochen. Ja. Es gibt eine Hundertschaft an helfenden Händen. Ohne dies würde es nicht funktionieren. Ja, vor allen Dingen auch immer wieder mit Hinblick auf die Leidenschaft und auf den eben persönlichen Einsatz. Gestern der junge Herr, der hier die Service in ZK gemacht hat, hat morgens um 6 Uhr seinen Dienst begonnen und bis um 11 Uhr, glaube ich, seinen Dienst verrichtet. Das ist schon eine starke Sache, was die Jungs und Mädels tun. So, Julian Wagner haben wir im Ziel mit 8 Sekunden Rückstand in der Sonderprüfung. Naja, von ihm können wir noch einiges erwarten. Es ist immer noch ein Julian Wagner, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Und 3 Monate nach der OP, das ist sowieso sehr respektabel, dass er jetzt überhaupt schon wieder am Lenkrad drehen kann nach so einer heftigen OP. Absolut. Philipp Kohn sehen wir da jetzt bereits. Auch der hat mich gestern ein bisschen überrascht.
mit seiner guten Position. Auf jeden Fall. Österreich im Rahmen der Top 10 unterwegs. Ja. Wirklich, wirklich coole Performance, die er uns da gezeigt hat. Wie gesagt, vorher haben wir noch den Gregor, also Raimund Baumschlager müsste jetzt dann gleich ins Ziel kommen, Gregor Münster, Chris Rosenberger ebenfalls schon unterwegs und auch der Jan Czerny, der ist auch wieder nach vorne gereiht worden. Aufgrund seines Ausfalls gestern konnte er leider die Prüfungen nicht absolvieren, so wie er sich das vorgestellt hat. Aber auch der hat gestern überrascht mit sehr, sehr guten Zeiten. Ja, der ist immer mit für guten Zeiten tatsächlich eingerannt. Ja, Gregor Münster gleich schnell wie der Julian Wagner in der Prüfung. 4 Minuten 27.0. Und Raimund Baumschlager, Birmin Winkelhofer mit einer 4.31.4 sind sie in den Tag gestartet. Schon die 12 stellt sich da schon an, das ist Ernst Haneda. Ach, der ist immer so leise im Hintergrund, aber Top 15, ja, der ist da. Philipp Kreisel, gestern auch ein Pech gehabt, haben wir ganz kurz gesehen, den schwarz-weiß designten Skoda. Der ist gestern rausgerutscht in der Super Special. Genau, hat da ein Pech gehabt, dass er nicht gleich wieder losfahren konnte. Der ist irgendwo aufgesessen und konnte sich da nicht vom Fleck rühren. Dank der vielen Fans hat es dann doch geklappt. Also Dankeschön an euch alle da draußen. Da helft immer ganz tatkräftig mit, dass die Jungs auch wieder weiterfahren können mit ihren Mädels auf den heißen Sitzen. So, wir schauen wieder raus zum Leo. Bitte schön, Leo. Ah, Chris Rosenberger hat da. Sehr gut. Morgen, Chris. Morgen. Wie ist dir der Start in den heutigen Tag gelungen? Also immer ein bisschen schwierig, ganz kalt da mit Slicks auf dem rutschigen Geläuf wegzufahren. Aber ich glaube, es war okay. Wir haben ein bisschen Abstand nach hinten. Das heißt, wir können, glaube ich, ein bisschen verwalten. Bedingungen sind heute deutlich besser als gestern, aber auch schneller. Somit, man muss sehr aufpassen. Okay, wunderbar. Danke, Chris Rosenberger. Toi, toi, toi noch für den heutigen Tag. Ja, seine Sonderprüfungszeit 4 Minuten 41,9. Damit momentan die 9. Zeit für den Chris Rosenberger. Ja, nach Rosenberger werden wir den Jan Czerny dann im Ziel haben mit dem Opel Corsa Proto, also ein Allrad Corsa. Ganz interessante Technik, die da verbaut ist auch wieder bei diesen Prototypen. Und vom Gehäuse her kann man sich da quasi frei austoben, ja, was man da am liebsten hat. Gerald Riegler sehen wir gerade los vom Start jetzt im Hintergrund. Sie sehen die Drohnenaufnahmen im Livestream, stehen da auch bei einer Zuschauerzone, nämlich die 21 ist das, Zuschauerzone 21. Da haben wir unsere Drohne positioniert. Das ist in Steinwald, der Spitz- und die Driftkurve, die wir da sehen. Severin Katzensteiner auch her, gestern sehr, sehr fein unterwegs. Und den Gerald Riegler haben wir jetzt beim Abzweig. Da haben wir jetzt unsere Drohne wieder. Also die Jungs scheinen alle richtig gut geschlafen zu haben, vielleicht auch wenig, aber zumindest gut vorbereitet in den Tag gestartet. So, Jan Czerny, 9. Zeit mit einer 4.37.8. In der Sonderprüfung beschließt er hier seinen Wiederauftakt in die Generale hinein. Und wenn der Proto läuft, dann geht es richtig gut mit dem Opel Corsa. So, Katzensteiner haben wir losgelassen, jetzt kommt die 18 hier bereits. Und zwar der Hermann Gassner mit der Lena Oettl. Verfolgt von der Drohne. Ja, nicht unsere. Nee. Drohne ins Bild geschlichen. Gerald Riegler haben wir jetzt in unserer Drohne, genau. Ja, man kann die Bilder für sich sprechen lassen. Es ist unglaublich. Also man sieht schon auch hier ein bisschen Spuren rausgezogen, aber im Gegensatz zu gestern. Nicht absolut. Zu gestern. Also halt auch für die Fahrer spannend. Ich meine, wir haben es gerade von Chris gehört. Es ist eigentlich heute nochmal, jedenfalls zu Beginn, eine andere Rallye. Du musst halt auch nochmal A, ausgeschlafen sein und B, gleich den rechten Fuß gescheit runterdrücken. Genau. Die Bleisohle auspacken. Bleisohle, ja. Könnte für den weiteren Verlauf des Tages extrem spannend werden, jetzt noch das Wetter und die Bedingungen. Das Motto jetzt hier in der Früh, take the battle to the metal. Und hab die richtigen Reifen dabei. Ja.
glaube, der Hermann Gassner hat die richtigen Reifen. Der tendenziell, ja. Ich glaube, der hat da ganz gute Connections. Ja, wir haben ja seinen Sohnemann, das Eisspion, auch ja. unterwegs draußen. Hermann Gassner Junior macht das Ganze nämlich für den Hermann. Genau. Den nächsten Hermann. Hermann genau, Neubauer. Was der genau, Hermann Neubauer. Der fährt dann so wie du heute in der Früh noch einmal vorher drüber und schaut sich das noch einmal ja, an. Ja, vor allem weit vorher drüber. Weit vorher. Ich habe gestern Abend mit der Angelika Letz gesprochen. Die sind gestern Morgen um 5 Uhr. Boah. Ja, um 5 Uhr los. Also allerfettesten Respekt. Absolut. So, Dani Meier mit der Alessandra Baumann vom Wurmbrand Racing Team. Jetzt gerade beim Start weggelassen worden mit ihrem Peugeot 208 T16. Meines Erachtens ein wirkliches Highlight vom Sound her. Oh, ich wollte gerade sagen, hörst du dir an. Also das Auto, so gerne ich unseren Skoda mag, ne, aber vom Sound her ist das auch schon ziemlich geil. Das muss man einfach mal sagen. Gut, wir halten fest. Oh, Entschuldigung, bist du Samstag 27 früh? Und das erste Mal ist das G-Wort gefallen. Entschuldigung. Ist ja gut, ist ja gut. Die Kinder genauso schlafen wollen alle noch, wir das, oder? Ja. So soll das sein. Aber wir protokollieren es nur mit. Ja, die locken sich ja auch alle nicht über ihre Handys ein. So, nach Dani Meier werden wir den Gernot Zeiringer auf die Strecke schicken, dann den Chrissi Zellhofer, Johann Seiberl, ja, auch richtig, richtig cool, gestern unterwegs gewesen, der Gary Bachler, auch unter den Top 25 oder Top 20 sogar gelandet und dann der Luca Walter. Ah, sind wir gespannt. Der erste und schnellste Zweiradler nach gestern. So, wir haben den nächsten im Ziel beim Leo. Ah, Ernst Haneder. Ernst, schönen Hallo. Guten Morgen, grüß dich. Guten Morgen. Ein paar Kilometer von daheim, ja. Bist du ins Ziel gefahren, wie ist der Gang jetzt auf der Auftaktprüfung? Ja, richtige Prüfung zum Munterwerden, sagen wir mal so. Wir sind jetzt auch am Slick umgestiegen und das ist jetzt einiges schneller. Also ich habe gestern einmal an das Limit von dem Fahrzeug ein bisschen herangetastet und jetzt reizen wir es aus. Okay. Wunderbar, alles Gute noch, wir sehen uns dann im Ziel der nächsten oder übernächsten Prüfung. Ernst Haneder, unser Bäckermeister, 2 Kilometer von hier hat er seine Firma. Also wirklich auch ein absoluter Lokalmatador. So ist es, die Rubble Master Sandl St. Oswald. Das ist genau die Heimstrecke, sozusagen die absolute Heimstrecke von unserem Ernst Haneder. Und er hat es richtig gesagt, oder? Man muss munter sein. Ja, zum munter werden. Schlafen darfst du nicht. Da darfst du nichts mehr schlafen. Die 24 ist hier bereits, Chrissi Zellhofer. Mit einem sehr, sehr erfahrenen Piloten, der André Kachel. Genau, André, der Jahrzehnte auch schon mit dabei. Er hat, glaube ich, 1-2 Jahre länger als ich. Also ich glaube, André hat schon seine 25 Jahre auf dem Buckel, hört sich jetzt gerade blöd an. Ja. André ist deutsche Meisterschaft gefahren. André ist Juniorenweltmeister geworden an der JWRC damals mit Aaron Burkhardt. Hat Papa Zellhofer über die Strecken schon gejagt, als wir uns in der Super 16 gebettelt haben. Also André. Ja, es ist eine Hausnummer, was Beifahrer betrifft. Man möchte ihn auch nicht missen, und er ist immer wieder gebucht. Also dem ist nie langweilig. Gute Ware setzt sich durch. Ne? So ist es. So wie bei dir. Wir sind ja so glücklich und froh, dass du diesen Termin frei gehabt hast. Ah, nur diesen einen. Nur genau. Diesen einen. Ja, ist, genau. Ansonsten, du bist ja wieder voll gebucht für diese Saison. Ja, bei uns geht's leider erst Ende März los, die Deutsche Rallye-Meisterschaft. Wir werden vielleicht eine Rallye vorher zum Testen fahren, aber wenn man jetzt die Bilder sieht, na, ist das schon so ein bisschen schade, dass wir jetzt noch warten müssen in Deutschland. Diese Testrallye, könnte das Leutschach werden? Oder geht es jetzt zeitlich, ist zu kurz, oder? Nein, es ist nicht zu kurz. Also es ist natürlich ganz klar auch bei uns eine Budgetsache. Ja. Okay. Eine Leutschach-Rallye ist schon allein von der Anreise her, aber das haben wir so jetzt nicht budgetiert. Es sei denn, es tut sich noch der ein oder andere Gönner und Sponsor auf. Nein, es wird eine kleine Rallye in Deutschland sein, okay. die wir fahren werden, um einfach auch da reinzukommen, weil die Pause von Oktober ist dann schon relativ lang für uns beide. Okay. Also auch wir müssen dann erstmal so den auch Winterspeck wahrscheinlich abschütteln und uns eingrooven. Ja, eingerufen. Oh, schau, das hat der Chrissi Zellhofer da jeden Zentimeter der Strecke jetzt ausgenutzt. Aber es ist alles gut gegangen. Hermann Gassner sehen wir hier. Untermareit. Ich weiß auch nicht, wie häufig wir schon durch Untermareit durchgefahren sind. Ja, genau. Oder? Auch der Nabel der Rallye-Welt heute wieder bei der Jena Rallye. So, wir sind mit der Drohne. Vorher auch ganz groß gesehen Johann Seiberl mit dem Lenzer. Ein Evo 6, den er da auspackt, in seiner Lieblingsfarbe. Er hat immer gelbe Autos gehabt und jetzt dieses Gelb ist noch
kräftiger geworden, ja, noch signalfärbiger. Und er setzt auch Signale, unser großartiger Freund Johann Seibert. Und wie der bei der Fahrerpräsentation reingekommen ist in die Halle, das war unfassbar, was da abgegangen ist. Es war echt cool zu sehen. So, wir schauen ein bisschen auf die Sonderprüfung. Wer ist denn da alles angekommen? Natürlich Martin Fischerlehner, der hat die 10. Zeit geschafft, 11. in der Prüfung Philipp Kreisel, 12. Zeit für Chris Rosenberger, 13. Zeit für Ernst Haneda, 14. Zeit für Philipp Kohn, 15. Zeit für Gerald Riegel und die 16. Zeit momentan für Severin Katzensteiner. So schaut es in der Prüfung direkt aus. Das müsste der Lukas sein, oder? Ja. Mit der 55 haben wir, genau. Genau, Luca Walter, der erste Zweirad-Artist. Vor allem die Claudia, die sich unfassbar tapfer durchkämpft, die ist also mehr als erkältet. Ja, und da noch so eine Leistung abrufen zu können, das zeugt natürlich auch von der Professionalität von der Claudia. Ja. Aber das ist kein Kinderspiel, so eine Rallye mit so einer echt heftigen Erkältung durchzustehen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir Beifahrer brauchen unsere Stimme. Ja. Das ist ja und das ist schon, also ich ziehe den Hut vor der Claudi, dass sie das, so tapfer ist vielleicht ein blödes Wort, kein Beifahrer will hören, dass er tapfer ist, aber dass sie das einfach die Leistung so krass abrufen kann. Chapeau. Absolut Chapeau. Ja. Wir haben gestern mit ihr ein bisschen plaudern können, ja, auch. Da ist sie echt herumgeschlichen wie der, ja, der kleine Tod sozusagen. Ja. Will ja auch keine Frau hören, dass er aussieht wie der kleine Tod oder SCH. Sie aber ist im Auto, sie hört uns die hört uns gerade nicht zu. Ne? Und niemand wird das erzählen. Nein, hat ja keiner gehört. Keiner gehört. Ja, Samstagmorgen, Sierra Lee. So, was ist da los? Das ist Ziel. Ziel? Ah, das ist beim Stopp unten. Okay, Gottes Willen. Okay, das ist, ja, Stopp, genau, da sind wir beim Leo unten. So, haben wir die nachher. Hermann Gassner, 38 Sekunden verloren in der ersten Prüfung. Das ganz, ganz Schnelle ist der Hermann schon gewohnt. Das ist jetzt, wäre jetzt falsch zu sagen, nicht gewohnt, aber das mag er nicht so gern. Dann nennen wir es mal so. Er hat ja, das mag er nicht so gern, aber jetzt halt auch, wir müssen gucken, im Vergleich zu was. Ja, genau. Ja. Wir vergleichen jetzt keine Äpfel mit Birnen, aber einen Evo 10 mit R5-Autos. Ja, und das ist ein Vergleich, der halt tatsächlich hinkt. Ja. Und insofern werden wir schauen, wie valide die Zeit vom Hermann ist, wenn die anderen Evos tatsächlich mit reinkommen. Also ich glaube, er wird immer noch die Evo-Riege anführen. Aber natürlich, jetzt hast du mit dem Evo keinerlei Chance. Nein. Null. Das wäre vermessen zu sagen, dass wir da gegen anstehen können. Ne? Ja. Ja, Chrissy Zellhofer, das wird jetzt spannend auch im Vergleich zum Hermann. Ja, Zeit. Durchaus. Der Dani Meyer haben wir im Ziel mit dem 208 T16. Eine 4,55, ja, wir knappen schon langsam an der 5-Minuten-Grenze in der Prüfung drinnen. Während wir hier die 38 am Start gesehen haben, 28. Mario Draxl schon da, ja, am Start zumindest. So, wir sind nach wie vor, ja, Zellhofer, da ist die Zeit. 4,54,1 zu Hermann Gassner 4,57,2. Ja. Ja. Sind wir genau wieder da. Sind wir in der Range. Ja. Zeiringer beschließt die erste Prüfung heute mit 4,51,2. Der Steirer Duo mit der Bianca Marina Stampfel im Ford Fiesta R5. Fährt solide, seine erste Jänner-Rallye. Ja. Er ist da noch nie gefahren, obwohl er schon denkt man gar nicht, dabei gell? Ist. Ja. Aber ist seine erste Jänner-Rallye. Ja, mit der 32 sind wir da bereits kurz am Start gewesen. Das ist der Stefan Draxler. Ja, wo der ein Draxler, ich glaube, der ein oder andere wird sich jetzt schon in sein Hinterteil beißen, dass er die falsche Reifenwahl getroffen hat. Weil du kannst ja easy in Slick fahren. Aber die Frage ist halt, wie sieht es Königswiesen aus und so? Ja, ne? Genau. Wie sieht es auf der Konstant Arena Königswiesen aus, die ja jetzt sehr unmittelbar im Anschluss gefahren wird? Und dann kommen sie wieder zurück hierher, ja, zur Rubble Master Sandel St. Oswald. Ein Dreierringer gleich zum Aufwachen. Gesamtkilometer so um die 24. Ja, das ist überschaubar. Also auch was die Reifen anbetrifft, also die Reifenabnutzung anbetrifft. Ja. Also da muss jetzt dann im Service de facto nichts großartig machen. Die Frage ist aber halt gerade zur Arena Königswiesen, ist ja auch eine sehr schnelle Prüfung. Ja. Eine sehr schnelle Prüfung. Und, du bist ja in Österreich, du kannst hier reden wie... Darf ich das so reden? Freie Schnauze sozusagen. Die Worte wollen manchmal einfach so raus. Das passt schon, lass also raus. Eine sehr, sehr schnelle Prüfung und mit dem Slick, den der Ernst Haneda angesprochen hat,
kannst du da jetzt ein richtig, richtig tolles Seidenasphalt brennen. So, Johann Seiwerdl ins Ziel. Ja, wir haben es angesprochen, der Evo 6 unmittelbar schneller, 0,4 Sekunden ja, als der Hermann Gassner. Also er ist da absolut ja, in seinesgleichen sozusagen. Also das ist wirklich eine andere Liga, eine eigene Liga. Ganz gespannt bin ich schon auf die Zeit vom Luca Walter. Das könnte durchaus sein, dass der wieder ein paar R5 ärgert vor ihm. Definitiv. Auf diesen Verhältnissen sowieso. Ja. Es ist mega schnell. Ja. Der Junge hat einen kleinen, aber dezenten Nagel im Kopf. Ja. Und einen ganz kräftigen rechten Fuß. Ganz kräftig rechten Fuß. Er hat ein super starkes Auto. Ja, neueste Generation, RC4. Ja, also jetzt lass uns mal gucken im Gesamt, wo er landen könnte. Wir nennen jetzt mal noch keine Zahl und lassen Na, uns dann aber ich hätte ihn da so im Bereich Riegler irgendwo eingeschätzt, ja, in der Prüfung. Aber schauen wir mal. Zwischen 12. So, Simon Seiberl vom Team Franz Sonnleitner Motorsport mit dem Florian Haderer. Da schauen wir jetzt einmal kurz rein. So. Helm gleich rücken, Handschuhe noch einmal raufziehen und so abgearbeitet. Das sind diese Startzeremonien im Auto drinnen, wo wir jetzt ein bisschen reinschauen können. Das ist wunderschön. Und die sind schon im Flow, oder zumindest der Fahrer. Da noch einmal, der Griff auf die Handschuhe. Das ist so, das so merkt manche, man selber gar nicht. Nee, gar nicht. Das sind so das manche. Der Rituale wäre jetzt groß, aber was du so zwei, dreimal machst oder du guckst, ist das Handsystem eingeklickt, ja, genau, und also das. Du als Beifahrer guckst, habe ich wirklich die richtige Prüfung aufgeschlagen und dann geht's jetzt dann los. Auf dein Stichwort. Ha? Sind sie losgefahren? Wie abgesprochen. Wie abgesprochen. Ja, aber tatsächlich gerade auch bei, was die Fahrer anbetrifft mit Handschuhen und so, das muss alles im wahrsten Sinne des Wortes Hand und Fuß haben, die müssen richtig sitzen. Da dürf auch kein Stück Haut rausgucken, weil ja, sonst kostet es Geld. Und hier geht ein herzlicher Gruß an Michi Böhm. 2013 haben wir, glaube ich, eine saftige Geldstrafe zahlen dürfen, weil der Michi immer mit hochgekrempelten Ärmeln gefahren ist. Und das hat uns dann tatsächlich eine Geldstrafe gekostet. Ja. Und auch, Entschuldigung Michi, aber damals zu Recht und auch heute zu Recht, weil wir investieren sehr, sehr viel Geld in feuerfeste Unterwäsche. Und dann macht das natürlich schon absolut Sinn, ja, dass du da nichts siehst. Deswegen wahrscheinlich auch nochmal so der Griff von Letzte Simon, Check, dass das alles, dass man alles dicht hat, quasi. Dass das alles passt. Aber es wird auch überprüft. Während es der, wird überprüft. Während es wird, ich finde es auch mehr als gut, ja, weil es kann immer was passieren bei dem Sport. Und es ist relativ häufig so, dass wenn man ans Ziel der Prüfung kommt, dass du da mal kurz hier Beinchen hoch und zeigen musst, dass du überhaupt feuerfeste Unterwäsche trägst. Ja, genau. Ja, und das finde ich gut. Also jetzt generell die Konditionen super, weil da passt ja von der Wärme her, ja, sage ich jetzt mal. Aber jetzt so, wenn man da denkt, jetzt an die Sommerrallyes, grausam, wenn ich nach Weiz denke oder was, wenn, ja, wenn man 30 Grad und mehr also hat, im Cockpit 40, 50 ja, Grad, das ist extrem. Aber was man da auch wunderbar beobachten kann, wenn man so da mit dem Mikro dann neben dem Auto steht, wie sich die Jungs auch abkühlen teilweise. Die ziehen diese feuerfeste Unterwäsche und die kühlen ja, teilweise und schlüpfen dann erst kurz vorm ja, Anziehen rein. Also das haben wir auch, also es gibt da ja, was wir in Mythen sagen und Legenden mit Rizinusöl und was da alles da ja, genau, tust. Und natürlich riechst du dann wie ein Ricola Kräuterbonbon oder was auch immer. Aber der Kühleffekt ist jetzt nicht tausend so wahr. Wunderbäume im Auto. Ja, das ist wunderbar, super bei dem Wetter. Ja, also du probierst da alles Mögliche oder gibt es also Kühlpacks, so einmal Kühlpacks, die du dann nutzt, aber ja. So, Manuel Wurm haben wir jetzt vom Start weg gelassen mit dem Stefan Hackl, mit dem K4 Rally Team sind sie da unterwegs im Skoda Fabia Rally 2 Evo und dann kommt schon ein historisches Fahrzeug, haben wir da kurz auftauchen sehen und zwar mit Günther Königseder, mit dem Lukas Holzer vom MSC Schenkenfelden, stehen da bereits am Start und hier beobachte mein weiteres R5-Geschoss. Das ist der Manuel Wurm. Ganz frisch präsentiert vor der Rallye. Wow, das war so ein, oh mein Gott, neuer Hauptsponsor, Fuchs Silcolene, der im Motorsport natürlich auch ganz stark behaftet ist. In ja, Oberösterreich toll, beim Motorradberg, Europameisterschaft auf in Landsberg, Namensgeber, Namenssponsor, also Fuchs, ja, tut da ganz, ganz viel auch. Es ist ein tolles Commitment von einem Sponsor, sich da so auch zu positionieren. Ja, positionieren, präsentieren, das ist eine richtig gute Geschichte. So, ich suche den. Ich wollte gerade sagen, positionieren. Gucken wir mal nach dem Luca. Ja, genau. Na, 23. Zeit. Hinter Gassner. 0,2 Sekunden mit dem RC4 im Opel Corsa Rally 4 mit der Claudia Meyer.
Aber es ist auch denkbar knapp da hinten, da geht es ja, im Zehntel. Und wir also dürfen noch eins nicht vergessen, der Luca wäre, wie kriege ich das jetzt politisch korrekt ausgedrückt? Es wäre suboptimal, wenn der Luca mit so einer Führung, die er jetzt heute hat, irgendwas riskieren würde. Ja. Und das Auto irgendwo in Wald mal abparken würde. Also zum einen würde er da, glaube ich, einen mächtigen Einlauf von der Claudia bekommen. Ja. Also natürlich, klar, er wird jetzt Spaß haben und genießen. Auf der anderen Seite hat er so einen fetten Vorsprung, da jetzt irgendeine Harakiri-Aktion zu machen, das wäre ja selten doof. Ne? Ja, also der wird jetzt schauen, würde was geht. Absolut keinen Sinn machen. Und Rest ist gut. Ja. Wir sind mit dem Roland Günthersen unterwegs in der Klasse 7.1 mit seinem mit dem Günther Königseder in der Klasse 6.6 mit dem Lancia Delta F Integrale, dass ich es richtig rausbringe. Und damit sind wir so in der historischen Klasse eingestiegen. So, wir schauen einmal, wer da auf uns zukommt. Das ist er, vom Start weggelassen schon. Günther Königseder zum ersten Abzweig her. Und jetzt geht's links rauf. Was der schon Hammer, mitgemacht hat mit seinem Lancia. Ja. Aber er hält ihm die Treue. Es ist ein Wahnsinn. Also er liebt dieses Auto. Ja, die Lancia sind ja auch tolle Autos. Ja. Ne? Also richtet es immer wieder her. Da, einmal da, kleine Halbachse, dann wieder Differential. Also immer wieder so die Einstellung ist im Aufwand. Ja, unnötig, unter Anführungszeichen, diese technischen Ausfälle. Aber er liebt ihn. Er richtet ihn sich immer wieder her. Aber wenn er durchkommt, dann ist er richtig, richtig stark unterwegs mit diesem herrlichen Lancia Delta HF Integrale, den uns da Günther zusammen mit dem Lukas immer zeigt. Mario Draxler mit dem Ziel, 26. Zeit. Bernhard Stitz, 25. Sonderprüfungszeit. Stefan Draxler, 27. Zeit mit dem Protos. Sind wir da teilweise unterwegs mit dem Ford Fiesta Protos? Ja. Und das spricht aber dann eben wieder jetzt in Relation für die Zeit von Luca. Luca, Hermann. Hermann. Ja. Das passt alles. Immer wieder erstaunlich, wie viel Mitsubishi-Material noch unterwegs ist. Ja. Das ist echt. Also gerade die Evo Autos. 5, Evo 6, der Proton Vira, Evo 3. Ja. Ah, da hat Mitsubishi schon was für die Rallye-Ewigkeit gebaut. Genau. Patrick Affenzeller und Stefan Breinfalk mit dem Impreza haben wir da am Start gesehen. Und Affenzeller ist, wissen wir seit gestern Abend, auch eine weltberühmte Destillerie, der macht Rum. Das wusstest und der du macht nicht. Whisky. Ja. Seit gestern wissen wir es. Doch. Und schmeckt auch ausgezeichnet. Hast du wohl gestern Abend genippt? Ganz kurz. Hi, ja, ja. Nur gerochen. Ja, gerochen, okay. Die 41er, da haben wir den Roland Günthersen und den Georg Ratzenberg widmen wir uns den wichtigen Dingen im Leben. Genau, einen wunderschönen Subaru zum Beispiel ja, genau. Mit einer wunderschönen Heckflügel. Mit Patrick und Stefan. Das sind auch schöne Autos, ne? Die Imprezas. Ja, vor allem Boxer-Sound. Das der, ist halt, was, der Sound was auch. Was cool ist, ja. So, da haben wir den Blick in die Sonderprüfung. Na, nach Sonderprüfung ist das, der Stand. Nach Sonderprüfung 12, genau so ist es. Von Mo, von Wagner, Neubauer, Rossgatterer, Lengauer. Julian Wagner hält sich da auf der 6 vor Raimund Baumschlager. 8. Chris Rosenberger, 9. Martin Fischer-Lehner, 10. Philipp Kohn, 11. Ernst Haneder, ja, der ist da, vorne mit dabei, 12. Riegler, 13. Katzensteiner, 14. der Hermann Gassner und 15. der Gernot Zeiringer. Nach der ersten Sonderprüfung des Schlusstages hier bei der Jänner-Rallye und wir gehen ja die letzten 60 Kilometer damit an. Jetzt in der Früh gleich ein Dreierringerl. Also auch zum zweiten Mal die Rubble Master, die wir jetzt hier live haben mit der Strecke von Sandl nach St. Oswald. Dann geht es zurück herein nach Freistadt ins Regrouping und Service. Und am Nachmittag geht es dann auf ein Zweierringerl und zwar auf die SP15 Riegler Tiefbautechnik Windhag 1 mit stolzen 15 Kilometer, die längste Prüfung. Ja. Und dann die SP16 Konstant Arena Königswiesen 2, wieder eine kürzere mit knapp 8 Kilometern. Dann noch einmal ein Regrouping hier in Freistadt ohne Service. Yep. Und dann geht es auf die Powerstage. Genau, und deswegen ist es dann sehr, sehr spannend jetzt dann, was reifentechnisch da noch zur Verfügung steht.
Ja. Was habe ich verbrannt? Was habe ich an Slicks mitgenommen? Ja. Für eine Jänner-Rallye. Weil wir haben jetzt so Bedingungen, die sogar noch besser sind, als wir sie zur drei Städte hatten. Ja, ja, das stimmt. Das war auch eine von den Temperaturen her hat man die gleichen Temperaturen wie eine drei Städte. Und dementsprechend wäre es halt jetzt echt witzig zu wissen, welche Reifen die Kollegen A noch mit am Start haben. Und gerade eben für die Powerstage, wenn das Wetter so bleibt und dann Königswiesen 2, dann lassen wir uns überraschen. Jawohl, wir werden sehen, wir werden es erleben. Das natürlich auch hautnah am Livestream. Die Powerstage wird übrigens wieder übertragen von OF Sport Plus. Und wir haben die große Ehre, die Sieger dann draußen direkt vor das Mikro zu holen auf OF Sport Plus. Und da freuen wir uns schon drauf auf die Zusammenarbeit mit dem Thomas von OF. Und wir schauen ein bisschen auf die Zeitentabelle. Unsere Premierengäste hier bei der Generali, Philipp und Mario Haneda, haben es auch geschafft, die erste Prüfung des Samstags zu absolvieren. Und zwar als 26. 27. der Bernhard Stitz. Rudi Leitner, auch schon mit dem Ford Fiesta Proto als 28. Simon Seiberl 29, Mario Draxl 30 und Stefan Draxl auf der 31. Position im Zwischenklassement der Sonderprüfung. Eingeblendet sehen Sie das Klassement der Top 15 nach der Sonderprüfung 12. So schaut es also gesamt aus. Bevor es direkt weitergeht zur nächsten Prüfung, zur Sonderprüfung 13, powered by Constant, die Arena Königswiesen 1. Und du weißt, die Arena Königswiesen... Oh, das ist so schön. Ja. Ich liebe dieses Gehwort, warte, die ist geil, ja, oder? Ich habe es gerade noch mal abwenden können. Die ist so schön. Die ist wirklich... Genau. Die ist eine, so erstens einmal Legende, ja, von der Sonderprüfung her. Und zweitens wirklich, wirklich, auch wenn man da... Als Infoout, da sind wir öfter drüber. Also es ist unfassbar schön. Für die Zuschauer lässig. Auf jeden Fall. Ja. Sehen richtig, richtig gut. Am Start der Luca Brögelhof, ja, mit meiner deutschen Kollegin Christina Edel, die aber mittlerweile unter österreichischer Flagge agiert aus, ja, dem Untergrund. Wir hatten es gestern ja so das Thema, ne, Leistung. Leistung ist durch nichts zu ersetzen, aber Luca macht das echt cool. Die haben ja jetzt nicht so wahnsinnig die PS unter der Haube. Nee. Und Luca meistert das echt cool. Ich glaube, es ist auch seine erste Generali, ja klar. Müsste die, ja, erste Generali sein. Müsste es sein. Weil 19, der ist gekommen, 18, 19, ja, ist eine Karriere. Und hat da echt mit Christina auch eine Beifahrerin, die da das Know-how hat und auch dementsprechend die Power, ihn da über die Prüfung zu prügeln, ihm aber auch so die Sicherheit zu geben. Die Sicherheit zu geben, ja, ganz, ganz wichtig. Und ihn aber auch da, wo es notwendig ist, in die Schranken zu weisen. Und das brauchen die jungen Wilden und das macht die Christina richtig gut. Das macht sie erstens gut und zweitens natürlich ist dieses Team rund um Luca Brögelhöf ein ganz, ganz junges. Er hat sich ja seine, ja, Studienkollegen quasi, ja, zusammengeholt. Cool. Das ist richtig, richtig cool. Das sind alles 18-, 19-Jährige gewesen, die in den Rallye-Sport eingestiegen sind. Und der Luca kommt ja aus der Riege der ganz, ganz vielen Racing-Rookie-Sieger. Richtig. Wir haben dann noch die Dierenbergers zum Beispiel, die auch da mit dabei sind. Wir haben berühmte Namen, die aus dem Racing-Rookie kommen, auch VIP-Fahrer heute, der Patrick Winter zum Beispiel kam aus dieser Riege, wenn nicht der Patrick sogar der Erste überhaupt war. Patrick, da waren einige, es gab ja damals Luki Langstadlinger. Ja, Langstadlinger, genau, der auch Luki noch, dabei, also da waren ja einige, die... Ja, das ist ja das Tolle, dieser Einstieg wird dann im Jahr richtig leicht gemacht, weil du kriegst als Sieger ein fixfertiges Rallye-Auto und die Verpflichtung, unter Anführungszeichen, dass du drei Rallyes fährst. Ja. So, und alle, die diesen Racing-Rookie-Titel gewonnen haben, die sind richtig, richtig cool. Ja, vor allem, weil das Konzept sich auch schon so lange durchsetzt und es einfach auch eine Marke ja mittlerweile geworden ist, ja, mit der du auch ganz toll Sponsoren generieren könntest, ja, ne, beziehungsweise das nutzen kannst, weil es ja in Österreich bekannt ist. So, mit dem Blick auf das Gesamtklassement nach Sonderprüfung 12 für die Top 15 werden wir dann schon langsam Schluss machen. An dieser Stelle einmal ein riesengroßes Dankeschön für die tollen Bilder und vor allem die Regie. Das Team der Streamers, die machen das möglich. Die Streamers, Produktionsleitung und Schnitt hat der Claudio Schütz hier über. Und da sagen wir echt ein riesengroßes Dankeschön. Wir sind immer baff, was da reinkommt über die Monitore. Das ist richtig cool, ja. Und das ist richtig, richtig cool. Wir sehen einander wieder, natürlich. Um 10.15 Uhr steigen wir wieder ein. Und zwar für die Sonderprüfung 14. Das heißt,
wir werden diese Sonderprüfung dann noch einmal quasi hautnah erleben können, natürlich mit unseren Kamerafahrzeugen. Und dann sehen wir auch schon, wie viel Split da jetzt trotzdem rausgebracht worden ist. Auf keinen Fall so viel wie gestern, das können wir schon einmal so behaupten, weil es einfach viel, viel trockener ist und hier auch die Möglichkeiten der Cuts nicht so unbedingt gegeben sind. Ja. Wir sind lange geraden, dann wieder mal Abzweig, einige Stellen natürlich mit viel Schotter, aber ich freue mich schon drauf. Und ich mich erst. Danke euch fürs Zuschauen in der Zwischenzeit. Wir sehen uns wieder um 10.15 Uhr. Pünktlich einschalten, Livestream, und ihr seht alles.